Die menschliche Haut reagiert auf Stress. Stress kann durch Umweltverschmutzung entstehen. Durch Temperaturschwankungen, durch UV-Strahlungen, durch Schlafmangel und vieles andere mehr. Dadurch beginnt die Haut vor der Zeit zu altern. Wir nennen das die frühe Hautalterung. Mit Aquavera lässt sich diese vorzeitige Ursachen für Hautschädigungen aufzuspüren. Dabei stellt sich heraus, dass der psychische Druck seine Auswirkungen auch im Erscheinungsbild der Haut zeigen kann. Mit Aquavera, sehr verehrte Damen, bleibt Ihr Haut so jung, wie Sie sich fühlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Fütterung der Raubtiere. Bitte genießen Sie den kleinen Imbiss, den wir für Sie vorbereitet haben. Herr Dr. Hoyer steht währenddessen gern für weitergehende Fragen zur Verfügung. Das können die doch nicht machen. Wenn ich irgendwas zu sagen hätte, dann würde ich das niemals erlauben. Aber Sie zahlen eine Menge Geld. Und das kann der Tierpark gut brauchen. Hm. Herr Takedo. Darf ich Ihnen meine neue Assistentin vorstellen, Frau Maike Müller? Sehr angenehm. Aquavera ist ja ein richtiges Wundermittel. Genau davon träumen meine Leserinnen. Wie lange haben Sie es getestet? 18 Monate. Haben Sie auch vergleichende Untersuchungen gemacht? Sie meinen vorher, nachher? Ich meine vergleichende Untersuchungen der Haut von Frauen, die Aquavera benutzt haben und von der Haut von Frauen, die Aquavera nicht benutzt haben. Oder ein anderes Mittel. Ein anderes Mittel? Es gibt kein besseres. Da fällt mir ein, ist Aquavera eigentlich allergiegetestet? Selbstverständlich. Herr Takedo, Gesicht werden Sie wärmen. Entschuldigen Sie mich. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich das nächste Mal das Gespräch zu Ende führen ließen, okay? Kann ich Ihnen nicht vielleicht auch was tragen helfen? Nein, nein. Schreiben Sie vielleicht einen kleinen Artikel über Aquavera in der nächsten Ausgabe. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie sich wehgetan? Sind Sie verletzt? Meine Tasche. Oh nein. Kümmern Sie sich lieber um meine Tasche. Entschuldigen Sie, kennen wir uns nicht? Um Gottes Willen, das wäre noch schöner. Ich glaube, der gehört Ihnen. Den Gestank kriege ich nie wieder los. Wie mich. Du riechst aber besser. Ja, dank dieser milden Gaben, aber diesmal ist nichts für mich dabei. Auch keine Faltencreme für deine Frau? Oh, du freches Stück. Ich liebe Fisch. Dann geh zum Fischhändler und kauf dir einen. Mal sehen, ob die was taugt. Hör zu. Grob fahrlässig verursachten Sie am, das musst du einsetzen, den Unfall meiner Mandantin Eva Christ. Namens und im Vollmacht meiner Mandantin beantrage ich Schmerzensgeld, welches nach ärztlicher Begutachtung festzusetzen ist. Ach Karl, was soll das? Ich bin okay. Das Kleid kann in die Reinigung und die Schuhe haben mir sowieso immer wehgetan. Jetzt kann ich sie endlich wegschmeißen. Ich hab's nur gut gemeint. Ich weiß. Hör mal, der Mann ist ein kleiner Tierpfleger. Da gibt's sowieso nichts zu holen. Kannst du abhaken. Wie du meinst. Aber sollten es später mal Probleme geben, dann sag nicht, ich hätte dich nicht vorgewarnt. Das einzige Problem, was ich habe, ist der Eindruck, den ich hinterlassen habe. Sowas von peinlich. Entschuldige. Sie? Oh, verzeihen Sie die Störung. Wer ist es denn, meine Schöne? Ach, dieser Tierpfleger. Ah, Ihre Tasche. Wir haben Sie retten können. Danke. Und was mögliche Forderungen angeht... Habe ich nicht. Wiedersehen. Was ist los? Warum ziehst du dich an? Heute ist doch Dienstag. Bitte sei nicht böse.
Das ist der letzte Abend mit meinen Kindern. Ach, und das fällt dir jetzt erst ein. Morgen fliegen sie. Ein Jahr Amerika. Warum bist du denn überhaupt gekommen? Hättest du rechtzeitig abgesagt, dann hätte ich wenigstens irgendwie... Ich weiß. Verzeih mir bitte, meine Schöne. Ich dachte... Dachte. Ich kann schon bald nicht mehr hören. Noch ein, zwei Jahre, meine Schöne, dann sind die Kinder groß genug. Du hast ja recht. Und das kann ich im Moment anderes tun, als mich bei dir entschuldigen. Vergiss es. Bitte, Eva, so geht das nicht. Wir sind erwachsene Menschen. Gerade heute, wenn mir jeder Knochen wehtut. Ich denke, dir geht's gut. Ging's mir auch. Bis gerade eben. Und? Was jetzt? Interessiert dich das wirklich? Das weißt du doch. Mein Leben wäre ärmer ohne dich, meine Schöne. Und mein Leben? Verlassen kann ich mich trotzdem nicht auf dich. Natürlich kannst du das. Seit wann das denn? Immer schon. Wenn es drauf ankommt. Wenn es dir in den Kram passt. Denkst du, ich finde gut, dass ich heute Abend weg muss? Aber ich muss. Bitte, Eva, versteh mich doch. Ich versteh dich ja. Ich versteh dich immer. Verständnis, dein Name ist Eva. Aber gerade heute... Ich weiß ja. Schön, ich weiß. Ich liebe dich. Dann komm wenigstens am Samstag zum Essen zu mir. Ich möchte ein paar Freunde einladen. Nur Leute, die du kennst. Beate, Christoph, Rüdiger, vielleicht Laura. Am schönsten ist es eigentlich immer, wenn wir allein sind. Ja oder nein? Ja. Nächstes Jahr um die Zeit bist du schon im Beruf, Frau Rechtsanwältin. Was? Was? Ja, eure Mutter macht demnächst ihre Doktorarbeit. Wow. Gar nicht gemerkt, was? Aber nicht zu einem Vater sagen. Ich will ihn überraschen. Versprochen? Da bin ich. Hi, Papa. Hallo. Meine Schöne. Spät kommt ihr doch, ihr kommt. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Friedrich von Schiller, die Piccolomini. Namen Karl. Guten Abend, Schwiegerpapa. Na, ihr zwei? Hä? Schon aufgeregt? Ey, meine Frisur. Kinder, Kinder, das war ein Tag heute. Ich will grad los, verlangt noch ein Klient nach mir. Unangemeldet. Ach, was, hab ich gar nicht gemerkt. Ein Anruf. Informell. Er wollte auf gar keinen Fall in die Kanzlei kommen. Du kennst diese Sorte doch, Schwiegerpapa. Nichts soll vor der Zeit rauskommen, also... Musstest du einen Hausbesuch machen? Gewissermaßen. Ja, meine Schöne. So. Auf. Benita. Auf, Robert. Auf uns. Danke. So sieht man sich wieder. Verfolgen Sie mich eigentlich? Nein, wir sind Nachbarn. Wie bitte? Ja, ich wohne hier, allerdings im Hinterhaus. Sehr beruhigend. Schönes Auto.
Kompliment, Frau Tralow. Sie haben die Problematik sehr schön herausgearbeitet. Toll recherchiert. Und wirklich schön geschrieben. Ja, genauso habe ich mir den Text vorgestellt. Entschuldigen Sie, ich muss jetzt auflegen, Frau Tralow. Ein Kollege möchte mich sprechen. Ich weise das Honorar heute noch an. Auf bald, hoffe ich. Wiederhören. Was führt Sie zu mir, Paul? Die Sorge. Ihr Unfall. Wie bitte? Dass das ausgerechnet Ihnen passieren musste. Was ist denn schon großartig passiert? Ich bin hingefallen und wieder aufgestanden. Die Leute von Kyoshi waren schon etwas irritiert. Gerade die Japaner legen ja allergrößten Wert auf gute Umgangsformen. Ich glaube, noch größeren Wert legen die Japaner auf die gute Besprechung ihrer Produkte im Blatt. Ich habe Frau Müller bereits gebeten, eine freundliche Erwähnung für Aquavera zu schreiben. Eva, schauen Sie doch mal, ob Sie Kyoshi nicht noch etwas mehr entgegenkommen könnten. Das ist unser bester Anzeigenkunde. Nein, Paul, also ich finde, das ist wirklich ein bisschen zu viel der kostenlosen Werbung. Die anderen würden dann natürlich auch eine große Geschichte kriegen. Lassen Sie sich das noch mal durch den Kopf gehen, Eva. Wir sehen uns. Ich brauche noch Ihre Unterschrift für die Spesenabrechnung. Was haben Sie denn da Schönes? Ein paar Bildvorschläge für Frau Christ. Sehr gelungene Auswahl. Danke. Es wäre wirklich nicht notwendig gewesen, Herrn Bergmann so ausführlich von meinem Unfall zu berichten. Naja, ich dachte... Lassen Sie mich raten. Sie dachten an Ihre Karriere? Hallo, Liebes. Du musst dir dringend einen neuen Aufmacher suchen. Für das Frisuren-Special im nächsten Monat. Vielen Dank, ich brauche Sie nicht mehr. Das sind meine Highlights. Eine kleine Auswahl habe ich für dich vorbereitet. Den Rest findest du im Computer. Ich weiß nicht. Ich finde die alle zu perfekt, zu gestylt. Für den Aufmacher hätte ich lieber die schöne Frau von nebenan. War da nicht eine dabei? Lass mich mal sehen. Wollen wir nicht lieber erstmal etwas essen gehen? Also dieses ständige Hungern, das macht mich wahnsinnig. Ach, bist du nicht mehr auf Diät? Ach, du findest das also auch, ja? Dass ich zu fett geworden bin. Ja, du bist eine Tonne. Ach du, du weißt ja gar nicht, was das ist. Eine Kalorie. Doch, dein schlimmster Feind. Apropos, ich hab dir was mitgebracht. Haben wir wieder Ärger mit Karl? Garantiert, fettfrei. L'amour, l'amour, l'amour. Und wie findest du Paul Bergmann? Oh Gott, jetzt erzähl mir nicht, du stehst auf den. So groß kann der Notstand doch gar nicht sein. Also ich finde ihn sexy. Er ist verheiratet. Ja, und? Das sind doch viele Schwule. Also zu mir ist er nett. Sehr nett sogar. Cosma, Cosma. Komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Cosma, Cosma. Zeig deine Zähne. Feines Mädchen. Hast du nicht mal Angst, dass sie dich beißt? Irgendwann wird jeder mal gebissen. Das hier ist vom Krokodil. Das ist nicht so gefährlich, wie es aussieht. Krokodile haben in ihrem Speicher ein natürliches Antibiotikum. Das war nach ein paar Tagen verheilt. Keine Infektion, gar nichts. So, feines Mädchen. Nimm die Hand vor an die Nase. Cosma. An die Nase. Nochmal. Schön an die Nase. Gut. Ganz ruhig, bleib ganz ruhig. Ja, feines Mädchen, Cosma. Feines Mädchen. So, muss reichen. Küsschen, Küsschen, Küsschen und schieb ab. 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 Ja, was machst du da? Hast du eine Ahnung, wie viel Öl an so einem Salatblatt hängt? Rüdiger, das bringt's doch nicht. Wie wär's mit ein bisschen mehr Bewegung? Ich schätze nur eine Art der Bewegung. Und von der kann ich nicht genug kriegen. Apropos, dieser Bergmann, ich weiß nicht, ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Der Mann ist neu. Er hat vorher für eine Autozeitschrift gearbeitet, war sehr erfolgreich. Deswegen hat man ihn eingekauft. Ist doch klar, dass er sich profilieren will. Ja, aber doch bitte nicht auf meine Kosten. Soll ich meine Leserin mit PR-Artikeln für dumm verkaufen, nur damit die Kosmetikkonzerne mehr Anzeigen schalten und Bergmann seine Erfolgsgeschichte kriegt? Ach, Liebes. Erstens ist er Mitglied der Geschäftsführung und damit ist er dein Chef. Und zweitens leben wir von den Anzeigenkunden und nicht von deinen Leserinnen.
was, Rüdiger. Manchmal kotzt mich dieser ganze Laden so an. Ja, nimm ruhig. Karl. L'amour, l'amour, l'amour. Schmeckt's? Wie das duftet. Wie du duftest. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie es mit uns weitergehen könnte. Haben wir eigentlich eine Aufstellung der geschalteten Anzeigen pro Kunde in Relation zu den redaktionellen Hinweisen auf seine Produkte? Du gefällst mir von Tag zu Tag besser. Wenn du mir die Unterlagen gibst, dann mache ich dir eine Liste. Was muss ich dafür tun? Das weißt du doch. Ich will Evas Job. Hi, Max. Hallo. Hallo. Ich habe deinen Disputationsvortrag gelesen. Echt hervorragend. Wenn das die Prüfer nicht beeindruckt, diesmal klappt's bestimmt mit dem Doktortitel. Jede Wette. Da würde ich nicht drauf wetten. Hey, jetzt steigere dich da nicht rein. Das tue ich nicht. Du weißt nicht, wie sich das anfühlt, wenn man da steht und plötzlich fällt einem nichts mehr ein. Das war vielleicht in Hamburg so, aber Hamburg war ein Spezialfall. Ach ja? Und warum meinst du, habe ich meine Führerscheinprüfung bis heute nicht abgelegt? Ist ja richtig ansteckend, dein Optimismus. Ich muss jetzt los. Im Raubtierhaus hat es Nachwuchs gegeben. Ich habe gehört davon. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Mach ich. Bis dann. Wiedersehen, Herr Dr. Dröscher. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Dr. Dröscher. Wie war das damals in Hamburg? Ach, da war nichts. Das war ein Blackout mitten in der Prüfung. Ich bin aufgestanden und gegangen. Echt? Ja. Ich habe eben Prüfungsangst. Schon immer gehabt. Such dir was aus. Sag mal, du kommst doch zum Qualifikationsspiel? Diesmal haben wir nämlich eine echte Chance zu gewinnen. Klar komm ich. Versprochen, ist versprochen. Ziemlich schrill, ne? Ist eher was für abends. Stimmt. Ah, Beate, da bist du ja. Na, ihr zwei. Hallo. Hab ich nicht eine schöne Tochter? Interessante Farbe, ist aber eher was für abends, oder? Na, du musst es ja wissen. So wie du alles immer besser weißt. Hallo. Was ist mit euch los? Was wohl? Wir haben Streit. Sie will ausziehen. Frei sein, high sein, überall dabei sein. Mensch, Beate, das wollten wir doch auch in dem Alter. Schon vergessen? Nein. Trotzdem, ich komme überhaupt nicht mehr an sie ran. Was willst du als Nachtisch machen? Tiramisu finde ich ganz gut. Ja, okay. Eine Avocado. Oh Gott, Bergmann. Wo ist das denn gekommen? Ist das eine Frau? Frau Chris, hallo. Das ist das Schöne an Frankfurt. Man trifft sich am Samstag in der Markthalle. Kleinmarkthalle. Ja, meine Frau Carla, Eva Chris, Zielleiter des Ressort Beauty. Angenehm. Herr Bergmann, unser neuer Geschäftsführer, meine Freundin Beate Wilkens. Ich habe ja schon so viel von Ihnen gehört. Ja, natürlich nur das Beste. Eva, ich hol die Sahne. Bis später. Beate. Das sind ja Mengen wie für die Großfamilie. Ja, ich wollte endlich wieder mal für meine Freunde kochen. Ja, da ist gewiss Herr Arp eingeladen. Ja. Ja, ich finde das schön, wenn aus Kollegen Freunde werden. Ich finde es so wichtig, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Im Grunde mehr als mit unseren Familien. Ja, leider. Ein wenig beneide ich Sie ja um diese über Jahre gewachsenen Beziehungen. Wenn man wie ich erst später dazu kommt, ist das manchmal doch sehr schwierig. Ich bin sicher, viele Missverständnisse, gerade zwischen uns beiden, ließen sich vermeiden, wenn man sich besser kennen würde. Ja, es ist vielleicht ein bisschen kurzfristig und Sie haben sicher heute Abend schon was vor. Nein, haben wir nicht. Carla. Ja, also dann darf ich Sie also einladen? Ja, warum denn nicht, Paul? Ja, also, wir kommen mit dem größten Vergnügen. Gut, dann heute Abend um 8 bei mir. Bertram Stück 13. 13. Ich freue mich wirklich. Auf Wiedersehen. Bis heute Abend, ja? Wiedersehen. Wiedersehen. So, ich hab alles. Eva? Eva, was ist denn? Ich glaube, ich habe Sie eingeladen. Frau Christ, ich habe Ihnen noch ein ganz persönliches Geschenk mitgebracht. Selbstgemachte Marmelade.
Also wunderschön, wunderschön haben Sie es hier, aber man sieht, dass Sie alleine leben. Wieso? Es ist alles so aufgeräumt. Oh, Entschuldigung. Bitte. Danke. Meine Schöne. Ich glaube es nicht. Karl Grzelius. Die Welt ist aber klein. So sieht man sich wieder. Kommt Ihnen es auch? Wir haben keinen Babysitter bekommen. Was? Ihre Zwillinge brauchen immer noch einen Babysitter? Ja, oder ist vielleicht ein kleiner Nachkömmling da? Nein. Wir haben uns in der Schwangerschaftsgymnastik kennengelernt, vor 17 Jahren. Oh, meine Güte, wie die Zeit vergeht. Wie geht es Ihnen? Sie müssen Sie unbedingt von mir grüßen. Ach was, am besten, ich rufe Sie selbst mal an. Sie kennen Frau Christ? Woher denn? Erzählen Sie doch mal. Entschuldigung für die späte... Heute entschuldige ich alles. Wie schön, dass du doch noch kommen konntest. Bitte, Sie müssen mich retten. Spielen Sie, mein Freund. Darf ich vorstellen, das ist mein Freund... Ja, das ist mein Freund. Hat er auch einen Namen? Oh, Kinder, seid doch nicht so förmlich. Stellt euch selbst vor. Fang an. Hi. Hi. Max Thomas, hi. Für meine Freunde Max. Ja, hi, wie der Fisch, Rüdiger. Na dann, willkommen im Haifischbecken. Hai mit Y. Knapp verfehlt ist auch daneben. Wie schön, Sie kennenzulernen. Beate. Beate Wilkens. Eva und ich, wir haben zusammen studiert, Deutsch und Französisch. Und, das ist mein Mann, Christoph. Eva hat uns schon viel von Ihnen erzählt. Ach ja, was denn? Na ja, was wohl. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Sie kennen ja den Spruch. Sie? Sind Sie noch per Sie? Sie? Das hat doch Stil, Paul. Hm. Lassen Sie mich nicht so hängen. Machen Sie irgendwas. Na ja, die Sache zwischen Eva und mir ist eben noch so ziemlich frisch. Schatz. Ist was? L'amour, l'amour, l'amour. Ja, dann lass uns mal anstoßen. Ich nehme die Blumen und bring noch zwei Gläser. Ja, ich helfe dir, ich hole noch ein Gedenk. Sie kennen sich doch gewiss hier aus. Wo ist denn die Gästetoilette? Hier. Falls wohl heute kein durchkommt, dann nehmen Sie doch einfach die andere. Ja. Ach, Sie haben zwei Gästetoiletten. Ja, aber dafür gibt's keinen Abstellraum. Auf die Gastgeberin. Das Essen war wunderbar. Mhm. Wie immer, Schatz. Was machen Sie eigentlich beruflich? Max arbeitet im Zoo. Ja. Dort haben wir uns ja kennengelernt. Das war Liebe auf den ersten Blick. Der schönste Tag in unserem Leben. Es kommen sicher auch noch viel schönere. Nun übertreibt man nicht. Aber, wo alles liebt, kann Karl allein nicht hassen. Ach, so frisch Verliebte sind doch was Herrliches. Richtig beleben für so ein altes Ehepaar wie uns, nicht? Und was machen Sie genau? Ja, im Zoo? Tierpfleger. Hegen, pflegen, waschen, reinigen. Hm. Ach, und damit kann man sein Geld verdienen? Naja, also reich wird man damit nicht, aber es muss ja auch solche wie mich geben. Stimmt, Schatz? Ja, wirklich. Geld ist wirklich nicht alles. Ich war reich, Baby, ich war arm, Baby. Und ich schwöre dir, reich sein ist besser. Was ist daran so komisch? So ist es nun einmal. In der Tat, was ist daran komisch? Okay, Thema durch. Kinder, macht's nicht so ungemütlich. Wer will noch Wein? Max, Liebling, schenkst du doch mal ein? Gerne, Schatz. Ihr Hemd. Wo haben Sie denn das her? So was trug mein Vater immer. Ja? Mhm. Aus der Altkleidersammlung. Sie glauben nicht, was die Leute heutzutage alles weggeben. Wir haben für Eva auch schon sehr schöne Stücke gefunden.
Stimmt, Schatz? Das Kleid zum Beispiel, was ich trage. Ach ja, also da muss ich auch mal hin. Na, für Sie dürfte mit Sicherheit was dabei sein. Haben Sie was am Auge? Oh Gott, lange halte ich das nicht mehr aus. Das glaube ich dir nicht. Ja, also, gute Nacht. Schlaf gut. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Tolles Essen, Eva. Können wir Sie im Auto mitnehmen? Oh, das ist ja liebenswürdig, aber ich schlaf hier. Hm. Ja, liebe Eva, es war mir wie immer ein Vergnügen. Auf bald hoffentlich. Und Sie müssen mir unbedingt sagen, wie Ihnen die Marmelade geschmeckt hat. Ein wunderbarer Abend. Ich für meinen Teil habe ihn sehr genossen. Wie schön für ihn. Rüdiger. Tschüss. Tschüss, Rüdiger. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Gleich haben die es überstanden. Von mir aus können wir gerne noch ein bisschen weitermachen. Ende der Vorstellung. Wie war ich? Du hast mir das Leben gerettet, echt. Freunde? Klar. Danke, dass das kein juristisches Nachspiel hatte, das mit dem Krokodil. Und ist schon okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Ist der verheiratet? Ja. Aber sag Mama nichts davon. Oh Gott, lass lieber die Finger davon. Du sagst gerade du. Meiner will sich trennen. Das wollen sie alle. Am Anfang. Aber hallo, das ist ja Optimismus pur. Ich sag dir was, Tantchen. Meiner tut's. Und wenn nicht, dann tschüss. Nein, nein, Doktorprüfung. Wow, was für ein Thema denn? Über diese Stresshormone. Herr Hai, wir wären dann soweit. Ja. Das letzte Mal hat er einen Tag vorher einen Test geschickt. Hallo. Herr Hai, kann ich Sie kurz sprechen? Ja, sicher. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht?
Ist Ihnen nicht klar, was das bedeutet? Für diesen Job brauchen Sie den Titel. Was wollen Sie jetzt machen? Zurück nach Hamburg? Max, ich kann Sie nicht länger decken. Selbst wenn ich bliebe, könnte ich das nicht. Soll das heißen, Sie gehen weg? Ich habe Vorruhestand beantragt. Ich rate Ihnen, sich ganz schnell einen neuen Prüfungstermin zu besorgen. Sonst ist es aus hier. Das ist mein voller Ernst. Frau Müller, ein Artikel muss sich deutlich von einem Anzeigentext unterscheiden. Beispielsweise, Aquavera ist ein neues interessantes Produkt aus dem Hause Kyoshi, ist besser als solche Versprechungen wie mit Aquavera zu einer strahlend schönen Haut. Ist Ihnen der Unterschied klar? So viele Vorteile. Ja. Lasst euch nicht stören, es geht ganz schnell. Eva, Mr. Takedo hat sich liebenswürdigerweise bereit erklärt, Sie in jeder Weise bei der geplanten Geschichte über die Forschungsarbeit von Kyoshi zu unterstützen. Was? Ja. Mr. Takedo war gerade im Haus. Ich habe mir erlaubt. Es ist meinem Haus eine große Ehre, Sie und Ihre Assistentin nach Japan einzuladen, Frau Christ. Oh, das ist ja toll. Es ist sehr freundlich von Ihnen, aber da gäbe es im Vorfeld noch einige Sachen zu klären. Kein Aber. Nehmen Sie einfach an. Freuen Sie sich. Kann ich helfen? Bitte, versuch du dein Glück, wenn du glaubst, dass du es besser kannst. Au. Ohne Unfall geht's wohl nicht ab, wenn wir uns sehen. Das kann ja nicht funktionieren. Wieso? Da fehlt eine Mutter. Ach komm, vergiss es. Du musst eh in die Werkstatt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du kannst den Wagen doch nicht die ganze Nacht offen lassen. Warte mal. Ich hab Zeit. Zu und auf und zu. Darf ich mitlachen? Was ist mit dem Schlüssel? Soll ich den in den Briefkasten werfen? Ach. Vielen Dank. Danke und schönen Abend noch. Wiedersehen. Wiedersehen. %60 weniger Anzeigenaufkommen als noch vor einem Jahr. Das steckt niemand weg, ohne federn zu lassen. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen, wir können uns nicht mehr die teuersten Fotografen und Schreiber leisten. Und auch bei den Spesen müssen wir sparen. Selbst im Beauty-Segment sind weniger Anzeigen geschaltet worden, obwohl in dieser Branche noch immer gut verdient wird. Wir müssen uns fragen, woran das liegt. Gerade in Zeiten der Rezession lieben es die Frauen, sich zurechtzumachen. Frauen, die durch Anzeigen erreichbar sind. Und über Texte. Reportagen, Porträts, Essays, Berichte aus der Wissenschaft. Anzeigenkundenfeindlich sollten diese Texte aber nicht sein. Wenn ich da an diesen Bericht über Beauty-Junkies denke, den Sie so toll fanden. Also ich weiß nicht. Frau Müller. Ich hoffe, Ihnen den Unterschied zwischen einem redaktionellen Text und einem PR-Text klargemacht zu haben. Oder sollten Sie ohne mein Wissen inzwischen die Abteilung gewechselt haben? Entschuldigung, ich hab's nur gut gemeint. Ja. Mit der Anzeigenleitung? Jede Wette, die beiden haben was miteinander. Erst hetzt er mir diesen Takedo auf den Hals und dann soll ich auch noch schuld sein im Anzeigenrückgang. Ratte. Ja, du hattest recht. Ein unangenehmer Kerl. Dabei sieht er so gut aus. Ein eiskalter Taktiker. Schön, dass du es auch mal merkst. Hallo? Ich bin's. Oh, Karl, Liebster. Du rufst gerade im richtigen Moment an. Ach, Eva. Meine Schöne. Es tut mir so leid, aber ich muss absagen. Was? Ja. Ja, es geht leider nicht anders. Ausgerechnet an unserem 10-Jährigen. Ich muss Ines auf die Gala der Alzheimer-Gesellschaft begleiten. Sie ist die Schirmherrin. Du weißt doch, ihre Mutter hat Alzheimer.
Ja, das verstehe ich. Da bleibt dir auch nichts anderes übrig. Sag mal, wie sieht's denn morgen aus? Keine Chance. Ich muss nach Paris. Präsentation. Paris? Das ist schade. Morgen hätte es mir so gut gepasst. Soll ich den Tisch abbestellen oder machst du das? Das mache ich schon. Ich habe ja jetzt Zeit. Eva, meine Schöne, du machst mir doch nicht so schwer. Hm? Komm, du weißt doch, ich liebe dich. Ich dich auch. Ach, Eva. Soll ich dir den Karl machen? Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Doch auch schon 10 Jahre. Komm, wir gehen ins Kino. Oder was trinken. Von mir aus auch was essen. Aber nicht ins Bett anschließend, okay? Vive la différence. Und ich schwöre dir, dass ich danach auch nicht zu einer anderen Frau will. Lass mal. Eigentlich kommt mir die Absage ganz gelegen. Ich muss schon ewig meine Steuer machen. Das ist ja ein tolles Kleid. Was hast du denn heute noch vor? Marmelade einkochen. Was? An so einem schönen Abend? Ich lade dich zum Essen ein. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut drauf heute. Das bist du doch meistens nicht. Das kann also nur besser werden. Schon längst anrufen. Das ist ja eine Freude. Gnädige Frau, es ist mein Vergnügen. Herzlich willkommen. Erinnerst du dich nicht, Carla und Paul Bergmann? Selbstverständlich. Hat dein Mann dir denn nicht erzählt, dass wir uns vor kurzem getroffen haben? Nein. Oh Gott, du, das habe ich ganz vergessen. Ja, richtig. Bei einer Klientin von mir, ja. Ich dachte, es wäre privat gewesen. Bei welcher Klientin? Nee, ich habe dir doch von diesem Fall erzählt, meine Schöne. Diese Journalistin, bitte. Die von einem Schönheitschirurgen zu einer Gegendarstellung gezwungen werden sollte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Super lecker, die Pommes, echt. Alles Handarbeit. Ruth hat mit jeder Kartoffel persönlichen Kontakt. Die Würzmischung ist auch von mir, nach dem Rezept von Oma aus Hamburg. Aber das Würstchen, das ist aus Frankfurt, ne? Ja, und ob. Hm. Wie lange bist du eigentlich schon hier? Ungefähr eine Viertelstunde. Ich meine jetzt hier in Frankfurt. Knappes halbes Jahr. Hm? Gefällt dir? Im Augenblick sehr gut. Ich meine, bist du zufrieden mit deinem Job? Tiere pflegen, so. Ja, schon, meistens. Also, naja, genau genommen ist das auch nicht nur Tierpflege, was ich da mache. Das Hallo, ihr zwei. Hallo. Tango, Walzer, Tschatschatscha, Sie müssen nicht länger abseits stehen. Schnupperkurse für Erwachsene. Ach du lieber Gott. Das ist genau das Richtige für uns. Oh nee, bloß nicht. Oh, tanzen war noch nie meine Stärke. Man muss auch zu seinen Schwächen stehen. Oder Knut? Na klar. Siehst du, Knut macht Mut.
Sehr schön hier vorne, sehr schön. Haltung stimmt, tipptopp. Sehr gut. Sieht sehr schön aus. Hier vorne etwas mehr Haltung. Das ist Tango. Mehr Haltung, Spannung, Emotion, Stolz. Langsam, tranquilo. Die Musik, die Musik. Bam, 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 bam. Ja, ich bin den finden wir schon wieder. Ja, schön. Ja, das nicht fallen. Das kannst du doch ganz gut alleine, oder? Doch jetzt. Pause. Komm, Foto. Dankeschön. Das macht richtig Spaß, hätte ich gar nicht gedacht. Warum hast du eigentlich einen Tanzkurs gemacht? Du hast so richtig Talent. Ach, klar. Ich hatte was Besseres zu tun damals. Was denn? Tempi passati. Na los, erzähl schon. Das interessiert mich. Echt? Ich bin viel gereist, ich habe studiert. Ob das glaubst oder nicht? Ich wollte wirklich eine ernsthafte Journalistin werden damals. Sozialreportagen schreiben. Aufklären über das Elend in der Welt, die Ungerechtigkeit. Was ist davon geblieben? Warum änderst du es nicht, wenn es dich stört? Ich trau mich nicht. Was? Du traust dich nicht? Wieso? Irgendwie habe ich mich an dieses Leben gewöhnt. Das ist wie ein zweiter Ort. Wollen wir nochmal? Schön geworden. Das ist lustig, ne? Ja. Naja, aber anziehen kann ich das eigentlich nicht. Ich zieh's an. Das glaube ich dir. Mhm. Ich schenk's dir. Danke. Und das hier? Schenk ich dir. Ich bin der Hai. Bist du auch so gefährlich? Wir Haie sind eigentlich gar nicht so gefährlich. Ach nein? Nein, solange man uns nicht provoziert. Schlimm genug. Im Ernst, es gibt kaum ein Tier, über das so viele Märchen erzählt werden wie über den Hai. Der Hai, die tumbe Fressmaschine, der unberechenbare Killer, das Monster. Hast du gewusst, dass es Haiarten gibt, die pro Tag nur 250 Gramm Nahrung brauchen? Was, echt? Ja, das ist viel weniger als beispielsweise ein Delfin. Haie kommunizieren. Man hat herausgefunden, dass sie untereinander eine Gebärdensprache benutzen. Dadurch erlernen sie neue Jagdtechniken. Man hat sogar Haie beobachtet, die von sich aus in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge zu erfassen. Die sind ja richtig ans Herz gewachsen, die Tierchen. Alles, was fürs Leben wichtig ist, ist an starke Gefühle gebunden. Das gilt für Tiere ebenso wie für Menschen. Du willst mir doch nicht im Ernst erzählen, dass Haie Gefühle haben. Gefühle sind keine Erfindung der Menschen. Man kann sie nicht lernen, man hat sie. Morgen. Gut geschlafen? Oh mein Gott, mein Flieger! Verschlafen! Kann ich irgendwas für dich tun? Die Zeit einen Tag zurückdrehen. Hast du was gesagt? Oben auf dem Schrank ist ein schwarzer Koffer.
Kannst du mir den mal runterholen? Wenn du nicht drankommst, dann nimm einen Stuhl. Der steht beim Spiegel. Aber pass auf, er ist ziemlich zerbrechlich. Ist ja schon gepackt. Nichts anfassen. Schön bist du. Max, bitte nicht. Was ist denn? Hör mal, das heute Nacht war wunderschön, aber das wird sich nicht wiederholen. Ich gehöre zu Karl. Den Eindruck hatte ich zwar nicht. Dann hast du dich getäuscht. Max, wir kennen uns doch überhaupt nicht. Also rein wissenschaftlich reichen 30 Sekunden, um dich zu verlieben. Wir sind nicht mehr 17. Das Leben besteht nicht nur aus Gefühl und Leidenschaft. Karl und ich, das ist viel mehr als das. Kapier das doch endlich. Du tust ja so, als ob du mit ihm verheiratet wärst. Du hast ja keine Ahnung. Ja, vielleicht. Aber eins weiß ich ganz genau. Du ziehst bei der Geschichte doch immer den Kürzeren. Er kann sich doch gar nicht wirklich zu dir bekennen. Wo ist er denn, wenn du ihn mal brauchst? Wer oder was gibt dir eigentlich das Recht, über mein Leben zu urteilen? Diese eine Nacht? Für wen hältst du dich eigentlich? Für wen sollte ich mich denn deiner Meinung nach halten? Für so eine Art Lückenbüßer? Madame braucht ja etwas Abwechslung. Dann nehmen Sie doch den Tierpfleger. War ich gut? Du kannst mich ja weiterempfehlen. Wenn du gehst, schließ bitte hinter dir ab und schmeiß den Schlüssel durch den Briefschlitz. Vielen Dank und guten Flug. Dankeschön. Was machst du denn hier? Ich begleite dich, meine Schöne. Ich fliege mit nach Paris. Mein Geschenk zu unserem 10-Jährigen. So, halt's mal fest. Komm, komm, Kopf hoch. So. Schön festhalten. Ja, ich halte sie fest. Soll sie festhalten? Ich halte sie fest. Sie ist ein bisschen nervös heute. Sag mal, was ist denn los mit dir? Das geht dich nichts an, halte ich da raus. Mit dem allergrößten Vergnügen. Solange du hier einen guten Job machst. Endlich Paris. Wieder im selben Hotel. Komm. Ach, Karl. Nee, hör auf. Ich muss meine Sachen auspacken. Die sind sonst völlig verknautscht. Gut, ich warte. Ganz in Weiß? Damit entspreche ich nur dem Wunsch meines Gastgebers, Montvalon. Sein neues Parfum heißt Innocence. Die Unschuld. Was ist denn das? Ich gehe alle Wege mit dir? Na hübsch. Geschenk? Von wem? Frag ich dich, wer dir deine Krawatten kauft? Es wird dir stehen. I love your parfum. It's really wonderful. Also the design idea is very good. Thank you. It was a pleasure to meet you. And nice evening. Bye bye. De toutes ces fleurs, nous allons créer un nouveau parfum. Une création pour des jeunes femmes, j'imagine. Non, Eva. Pour des femmes éternellement jeunes, comme vous. Belles, jeunes, désirables.
Toujours aussi charmant, cher ami. Hallo. Hallo. Was machen Sie denn hier? Wir dachten, Sie würden sich über Unterstützung freuen. Da bin ich gekommen. Wer ist bitte wir? Paul Bergmann und ich. Wollen Sie mich nicht vorstellen? Je vous présente ma nouvelle assistante, Mademoiselle Maike Müller, Monsieur Montvalon. Enchantée, mademoiselle. Il y a longtemps que vous travaillez pour mon amie, Madame Christ. Merci. Ah. Vous vous plaisez à Paris? Excusez, was sagt er denn? Ich bin Ihre Chefin, Frau Müller, nicht Ihre Dolmetscherin. Je crois que votre assistante ne comprend pas très bien le français. Was sagt er denn? Dass Sie noch viel lernen müssen, unter anderem Französisch. Monsieur, un coupe, s'il vous plaît. Wie war's? Du wirst es nicht für möglich halten. Bergmann hat mir diese Müller hinterhergeschickt, ohne mir was davon zu sagen. Am liebsten würde ich die Brocken hinschmeißen. Würde ich mir an deiner Stelle gut überlegen. Solche Jobs liegen nicht auf der Straße. Du verdienst gut, bist viel unterwegs, triffst interessante Menschen. Das finde erst mal. Ja, ja, ich weiß. Auch nur so eine Idee. Ach, Karl, ich hab's momentan so satt. Ach, du schaffst das schon. Zur Not hast du ja auch mich, hm? Was für ein schöner Tag. Merci. Auf uns, meine Schöne. Auf Paris. Die Stadt der Liebe. Es ist schön, miteinander schweigen zu können. Ja. Aber es ist auch schön, miteinander zu reden. Hast du mir etwas zu sagen, meine Schöne? Nein. Jeder Tag mit dir ist ein Geschenk für mich. Dann wollen wir noch genießen. Das erste Mal vor 10 Jahren. Es hat in Strömen gegossen, weißt du noch? Und während wir uns geküsst haben, hat dir jemand die Handtasche aufgeschlitzt und das Geld geklaut. Ach, es war trotzdem wunderschön. Ich hätte das nicht erzählen sollen. Ines, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Das musst du nicht haben, ich hab's schon gewusst. Ah ja? Ja. Nur, dass es andere auch wissen, das ist mir neu. Und was willst du jetzt tun? Ich weiß es noch nicht. Also, ich würde Paul rausschmeißen. Sofort. Sofort? Knallhart. Knallhart. Was macht Ines denn hier? Gib her. Ines, meine Schöne. Hallo. Was für eine Überraschung. Wie war's? In München viel Arbeit. Darf ich vorstellen, das ist Ines, meine Frau.
Eva Christ, eine alte Klientin, die ich zufällig im Flieger getroffen habe, und Max Hai, ihr Freund. Bonjour. Guten Tag. Hier. Nein. Was machst du überhaupt hier? Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe überhaupt keine Zeit. Ich muss in die Redaktion. Ich kann dich bringen. Nein, nein. Taxi schneller. Wiedersehen. 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 Hier. Für Sie. Oh, danke. Wenn ich mich beeile, kriege ich meine S-Bahn noch. S-Bahn? Sie haben kein Auto? Nein, ich habe noch nicht mal einen Führerschein. Ich fahre Fahrrad. Ist sicherer. Wie wollten Sie dann Frau Christ ins Büro bringen? Ich wollte sie auf Händen tragen. Ja, wir nehmen sie mit. Du nimmst ihn mit. Ich habe noch was vor. Entschuldigung. Wieso wolltest du mich denn abholen? Ich wollte dich überraschen. Und ich wollte was sehen. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Lieben Sie Eva? Ja. Frau? Liebe ich auch. Ich finde das unglaublich, Paul. Erst predigen Sie Sparsamkeit und dann schicken Sie Maike Müller hinter meinem Rücken nach Paris. Warum? Sollte sie mich kontrollieren? Sie sollte sie unterstützen, meine Liebe. Unterstützen? Wie das? Sie kann ja nicht mal die Sprache. Es war unmöglich. Eva, Sprachen kann man lernen. Frau Müller ist ja gewissermaßen noch in der Ausbildung. Und Bestandteil dieser Ausbildung sind auch Besuche von Präsentationen, die im Ausland stattfinden. Und im Übrigen, Frau Müller hat ihre Reise selbst bezahlt. Trotzdem. Warum wird das nicht mit mir abgesprochen? Das hat doch Methode. Ich hatte Ihnen eine Memo geschickt. Ich habe keine bekommen. Merkwürdig. Allerdings. Bitte, Eva. Sie sollten versuchen, die Sache etwas weniger emotional zu sehen. So kommen wir nicht weiter. Zwar in Ihrem Fach so hervorragende Leute wie Sie. Weiter kämen wir vielleicht ohne Frau Müller. Ball? Ja, in Ordnung, ich komme kurz rüber. Ich bin gleich wieder da. Hören Sie, Paul. Sie haben Maike Müller mitgebracht. Ich habe zugestimmt, dass sie bei mir arbeitet. Das war ein Fehler. Ich wünsche nicht, sie noch länger in meiner Abteilung zu haben. Sie ist nicht integer und sie kann nicht schreiben. Aber rechnen. Maike Müller ist alles andere als qualifiziert für diesen Job. Das sehe ich anders. Wenn Sie einen Blick auf die Aufstellungen werfen wollen, die Frau Müller freundlicherweise für mich gemacht hat. Untersuchungen zum Verhältnis von Ressort-Etat und ressortgebundenem Anzeigenaufkommen am Beispiel des Ressorts Beauty. Damit hat sie sich für ganz andere Aufgaben empfohlen. Es muss sich rechnen, was wir veröffentlichen. Frau Müller hat begriffen, worauf es ankommt in diesen Zeiten. Sie haben sich geeinigt? Wir sind auf dem besten Wege. Herr Ball. Geliebter, wir haben uns gefunden für immer. Wenn du nah bist oder fern, immer bist du mein Paul und ich dein. Vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Ein Billet du? Von wem? Von Maike an Paul Bergmann. Süß. Aber schreiben kann sie immer noch nicht. Damit krieg ich ihn. Wie jetzt? Willst du zu seiner Frau gehen? Und zu ihr sagen, hören Sie, Ihr Mann hat eine Geliebte? Ausgerechnet du? Das glaube ich nicht. Es kommt einzig und allein darauf an, was Herr Bergmann glaubt, Rüdiger. Das hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Du musst ein Schwein sein. So ist das nun mal. Leider. Naja, er hat es nicht besser verdient. Oh, was ist das denn? Von Karl. Das erste große Geschenk in 10 Jahren. Scheint ja dein Glückstag zu sein heute, hm? Frau Christ, ich habe einen Blumenstrauß für Sie. Einen Moment.
Bleib bei mir, meine Schöne, Karl. L'amour, l'amour, l'amour. Nur bei mir läuft nichts. Bringen Sie es bitte in die Beethovenstraße Nummer 3, Frau Ines Grzelius. Ja. Und was sollte das jetzt? Ich teile. Wie immer. Hallo, Bernie. Wie geht's? Wir haben Post von der Uni. Hey. Der neue Prüfungstermin. Jetzt wird's ernst. Bleib bei mir, meine schöne Karin. Alle guten Dinge sind drei. Tja, für dich soll es rote Rosen regnen. Ich weiß, meine Schöne, wir müssen miteinander reden. Nein, das müssen wir nicht mehr. Ich helfe dir jetzt, deine Koffer zu packen und dann verschwindest du von hier. Aber das ist... Brief in die Geschäftspost stecken. Hättest du dir die Mühe gemacht, in den Umschlag zu gucken, dann müsstest du mich das jetzt gar nicht fragen. Musst du nicht aufpassen? Ist was passiert? Kann ich helfen? Nein, alles in Ordnung. Alles okay. Tja, dann. Schönen Feierabend. Ebenfalls. Karl. Meine Schöne. Ich habe Ines verlassen. Ich bin frei. Für dich. Ja. Auf dem Flughafen ist mir plötzlich klar geworden, so kann das nicht weitergehen. Wir gehören einfach zusammen. Freust du dich? Komm jetzt mal rein. Ja. Tiere, mit Ausnahme von Orcas und Menschenaffen, und Schildkröten, selbstverständlich, Bernie. Tut mir leid. Kein Bewusstsein haben für das eigene Ich und damit für ein Gegenüber, das ihr Verhalten spiegelt, so haben sie doch Gefühle. Gefühle sind keine Evolutionsleistung, nein. Sie sind ein Instrument der Natur, denn alles, was fürs Überleben wichtig ist, ist an starke Gefühle gekoppelt. Gefühle wie Eifersucht beispielsweise. Blödsinn. Angst. Alles hin. Du hast eine Abstellkammer. Ist voll. Weißt du was? Schieb den ganzen Kram einfach unter das Fenster. An die Wand? Das sind nur die Luftballons. Außerdem, meine Sachen müssen hängen. Okay. Ich mache dir ein bisschen Platz im Kleiderschrank, aber viel wird's nicht sein, sag ich dir gleich. Also, wenn mir jemand heute früh gesagt hätte, meine Kleider neben deinen Sachen. Liebe ist deine Anzüge neben meinen Kleidern?
Hallo, hallo. Tut mir leid. Ich wollte dich stören. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Armer Kerl. Aber besser, er weiß gleich, woran er ist. Wie meinst du das? Nichts Böses, nur dass er sich lieber keine Hoffnung machen soll. Es ist aber was Böses. Für ihn jedenfalls. Ja, gut, stimmt. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre... Wäre was? Aber das sollte uns doch nicht den Abend verderben, hm? Komm. Unser ersten gemeinsamen, richtigen Abend. Nein. Das sollte es nicht. Enthusiastisch klingt das nicht. Wärst du lieber allein? Nein, natürlich nicht. Karl, entschuldige wirklich, es tut mir leid. Es war nur ein verdammt harter Tag für mich heute. Ja, für mich auch. Das kann ich mir vorstellen. War sehr schlimm zu Hause. Wie man es nimmt. Aber es hat sich gelohnt. Wir sind endlich zusammen. An die Arbeit! Ich finde, wir sollten das hier entsorgen. Nein, ich mach das schon. Du wolltest doch aufpacken. Tja, es ging schneller, als ich dachte. Nicht so. Den Koffer kannst du oben auf den Kleiderschrank stellen. Wenn nicht drankommst, nimm den Stuhl. Er steht vor dem Spiegel. Aber pass auf, der ist ziemlich zerbrechlich. Was? Ich wollte eigentlich noch nicht ins Bett. Aber ich? Und deine Sachen? Ich dachte, die verstaust du. Du weißt doch am besten, wo alles hingehört. Sag mal, hast du eigentlich selbst gepackt? Nein, Ines. Tut mir leid wegen gestern Abend. Ist schon okay. War ja nicht deine Schuld. Ich war auch total überrascht, dass Karl plötzlich vor meiner Tür stand. Ich habe 10 Jahre auf ihn gewartet. Jetzt ist er da. Er hat sich tatsächlich für mich entschieden. Und du dich für ihn. Warum können wir nicht Freunde bleiben? Ganz einfach. Weil ich dich liebe. Schriftsatz für spätestens mittags. Schöne Hose. Für Ihre Frau. Sie haben heute Hochzeitstag. Ja, natürlich. Danke.
Gleite Sie gleich weiter. Johann. Karl, ich muss mit dir reden. Kommst du? Ja. Gleich. Eva, die sind für Sie. Versehentlich in meinem Vorzimmer abgegeben worden. Legen Sie sie bitte auf den Schreibtisch. Sonst noch was? Haben Sie sich die Unterlagen angesehen, die ich Ihnen gestern gegeben habe? Ja, allerdings. Könnte ich sie zurückhaben? Okay. Okay. Was wollen Sie? Erstens, Maike Müller verlässt meine Abteilung. Zweitens, keine Einflussnahme mehr auf redaktionelle Themen. Sie haben mit Ihrer Entscheidung Zeit bis zu unserem Sommerfest. Da bringen Sie doch gewiss Ihre Frau mit. Das ist Erpressung. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was Ihnen es Ihrem Vater erzählt hat. Jedenfalls glaubt der alte Herr, mir Vorschriften über mein Privatleben machen zu können. Machst du dir Sorgen? Oh, im Grunde nicht. Ohne mich kann er die Kanzlei schließen. Schau mal, auf dem Schiff machen wir dieses Jahr unser Verlagsfest. Und ich bin dabei. Schön. Ja, ich will sehen, wie du Bergmann in die Knie zwingst. Warten wir's ab. Ich bin stolz auf dich, meine Schöne. Aber eine Frage habe ich. Wenn es hart auf hart kommt, würdest du Carla Bergmann wirklich den Brief zeigen? Das ist ja Laura, deinem neuen Freund. Ich kannte ja noch nicht mal den alten. Hast du nichts verpasst, der war verheiratet. Hey, guck mal. Hallo. Laura. Hallo. Hallo. Darf ich vorstellen, Ben? Meine Patentante Eva und ihr Freund Karl. Karl ist Rechtsanwalt Ben. Ben studiert nämlich Jura. Ja. Schau mal mit. Und? Gefällt Ihnen das Studium? Hast du denn deinen Trainer gelassen? Oh, diese Ratte. Mir sagt er, er schläft überhaupt nicht mehr mit seiner Frau. Und dann ist sie plötzlich schwanger. Den habe ich zusammengefaltet, aber hallo. Und am nächsten Tag habe ich Ben kennengelernt. Den hätte ich das sonst gar nicht angeguckt. Hast du ein Glück? Du aber auch. Ja. Eva? Ja? Ich trinke doch morgens immer Tee, meine Schöne. Dann mach dir welchen, mein Schöner. Ich muss los. Was? Am Samstag? Ja, Samstag ist Beatetag, schon immer. Das Damenprogramm. Einkaufen, Bummeln, Wellness. Ich bringe uns für morgen was Leckeres zu essen. Ciao. Irgendetwas muss endlich mit deinem Koffer geschehen. Was denn? Morgen. Morgen. Wie geht's? Danke, es geht so. Fährst du im Urlaub? Nein, ich zieh für ein paar Tage zu einem Freund, bis ich was Neues gefunden habe. Du ziehst aus? Ja. So, mein Kleiner, jetzt schneiden wir uns erstmal an. Ja, dann. Alles Gute. Ja, dir auch. Guck mal, ist das nicht Rüdiger? Was macht denn der hier? Rüdiger! Na, was schon, abnehmen. Namur, Namur, Namur. Ich hätte nicht gedacht, dass Karl seine Frau wegen dir verlässt.
Wer weiß, wenn Max nicht aufgetaucht wäre. Mein Gott, warum ist die Banane krumm? Hauptsache ist doch, dass es endlich passiert ist. Komm, gib zu zweit ist das Leben viel schöner. Ja. Ach, das ist aber kalt. Feigling. Schwimmen ist so langweilig. Bleib hier. Du kannst dann mal tolle Typen in sexy Badehosen sehen. Ja, die mich aber auch. Wollen wir nicht lieber ein schönes, schlankes Salätchen essen gehen? Ach, macht ihr mal. Christoph und ich müssen noch zu einem Spiel von Laura. Und du? Auch noch nicht reif für die Flucht aus der Zweierkiste? Nur kein Neid. Die beste Currywurst der ganzen Stadt. Seit wann stehst du auf Würstchenbude? Immer schon. Hallo Knut. Ja? Einmal Currywurst mit Pommes rot-weiß. Für den Herrn das Gleiche? Um Gottes Willen, nein. Für mich ein trockenes Brötchen ohne alles. Ich kann mir das nicht erlauben. Ich muss ein bisschen aufpassen. Sie doch nicht. Na gut. Dann zeigen Sie doch mal, was Sie so können. Alles? Alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. Rüdiger, könnte es sein, dass... Ist was? L'amour, l'amour, l'amour. Tja, wo die Liebe hinfällt. Nur kein Neid, Eva. Man muss auch gönnen können. Was zu trinken? Champagner. Das spinnst du? Ich finde, heute ist ein besonderer Tag. Das finde ich auch. Aber ich habe nur Bier oder sowas. Das macht nichts. Das mit dem Champagner können wir auch später erledigen. Wolltest du nicht nach Hause gehen, zu deinem Karl? Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich dachte, er wartet vielleicht mit dem Essen auf dich. Okay. Karl allein zu Hause. Ich hoffe, du hattest wenigstens einen schönen Tag. Ja, sehr schön. Und sehr lang. Karl, nur weil du plötzlich zu mir gezogen bist, werde ich nicht auf einmal mein ganzes Leben ändern. Ich bin nicht Ines. Ich brauche meine Zeit für mich allein. Und ich brauche meine Freunde. Und ich brauche dich, meine Schöne. Ich hatte Sehnsucht nach dir. Weißt du, wo ein Dosenöffner ist? Haben wir denn auch Rahm, meine Schöne? Ich hätte gerne Rahm in meinen Tee. Schön. Ich weiß nicht. Frischer Rahm riecht anders. Frischen Rahm haben wir leider nicht. Kein Problem. Wäre lieb, wenn du gelegentlich dran dächtest. Oder du? Zum Beispiel. Perfekt. Das freut mich. Du isst ja gar nicht. Ich habe irgendwie keinen richtigen Hunger heute. Stört sich, wenn ein Blick in die Zeitung wäre? Nein, meine Schöne. Kann ich den Sportteil haben? Aber gern. Wirklich schön bei dir. Ja. Du schaffst das.
Du wirst lachen, das glaube ich auch. Autogenes Training? Nein. Liebeskummer. Wozu dir alles gut ist. Meine Prüfungsangst ist weg. Dann kannst du dich ja eigentlich bei ihr bedanken. Ciao. Ja, bitte. Lass dich nicht stören, Karl. So, hier wären wir bei dem Problem. Herr Struck will sich nur gerade rasch was ansehen. Da. Er ist der Architekt. Welcher Architekt? Ich habe keinen bestellt. Nein, aber deine Nachfolgerin. Sie hat gewisse Umbauwünsche. Meine Nachfolgerin? Ja, Ines. Hat sie dir nicht davon erzählt? Nein. Sie ist gerade bei ihrer Disputation. Was, Ines macht ihren Doktor? Das hast du noch gar nicht bemerkt, weißt du? Hey! Was machen Sie denn hier? Ich habe gerade meinen Doktor gemacht. Und Sie? Ich auch! Gratuliere! Gratuliere! Naja, irgendwann muss man ja wohl erwachsen werden. Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Wollen wir noch was trinken gehen? Anstoßen? Gerne. Auf die Zukunft. Auf die Liebe? Die Liebe ist ein Nebenfluss der Elbe. Wussten Sie das? Und eine Himmelsmacht. Wussten Sie das? Und meine eigene Frau sagt mir nicht, dass sie promoviert. Warum? Warum diese Geheimniskrämerei? Erklär mir das. Karl, lass deine schlechte Laune bitte nicht an mir aus. Und als Krönung schmeißt mich mein Schwiegervater noch aus. Ich kann das nicht. Wieso hast du dir nicht schon längst einen neuen Wagen gekauft? Du verdienst doch genug. Ich hänge eben an dem Teil. Ich bin ein treuer Mensch, okay? Oh. Herzlich willkommen. Willkommen am Bord. Sie kennen sich ja bereits. Ja, wenn man bedenkt, dass wir uns erst vor ein paar Wochen bei Frau Christ getroffen haben. Ein reizender Abend übrigens, unvergesslich. Und gerade zu meiner Frau gesagt, dass wir unbedingt endlich... Carla, wo bist du? Hier. Dass wir uns unbedingt endlich revanchieren müssen, hat mein Mann gesagt. Schön, Sie wiederzusehen. So glücklich vereint. Guten Abend. Vor 5 Minuten habe ich von Paul Bergmann erfahren, dass Sie als Assistentin in die Anzeigenabteilung wechseln wollen. Ja. Und was sagen Sie dazu, Eva? Oh, ich war immer der Meinung, dass Frau Müller in der Anzeigenabteilung gut aufgehoben ist. Eva, darf ich Sie kurz sprechen? Aber gern, Paul. Entschuldigt uns. Alle Achtung. Das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Sie haben gewonnen. Waffenstillstand? Frieden wäre mir lieber. Wie geht es Ines? Ich bewundere sie. Nicht sie, Ines. Ja. Nach so langer Pause und unter diesen Umständen summa cum laude zu promovieren. Und dann wieder zurück in den Beruf. Sie können stolz auf sie sein. Wer sagt denn, dass ich das nicht bin? Was möchtest du trinken? Worüber habt ihr gesprochen? Ach, Missverständnis. Und? Wie ist es gelaufen? Gut. Gratuliere. Solche Siege wollte ich nie. Sieg ist Sieg. Manchmal muss man mit den Wölfen heulen, meine Schöne. Ich weiß nicht. Was kann dir jetzt noch passieren? Ich kündige.
Was? Ich kündige. Und dir kündige ich auch. Hier. Ich brauche das alles nicht. Eva? Ich kündige. Wie bitte? Ich kündige. L'amour, l'amour, l'amour. Ja, hallo? Ja, ich bin's, Karl. Wer? Ach, Karl, hallo. Ich wollte ein Geschenk vorbeibringen. Warum? Ich wollte gratulieren. Und ich wollte mich entschuldigen. Und ich wollte dich fragen, ob ich zurückkommen kann. Das ist Verhandlungssache. Kannst ja mal einen schriftlichen Antrag stellen. Tschüss. Nein, Joe! Also? Max. Endlich hast du mal das Richtige an. Herr Dr. Hai, darf ich jetzt bitten? Doktor? Ich denke, du bist Tierpfleger. Komm mit. Herr Dr. Hai ist der neue Kurator des Exotariums. Kurator? Ja. Ja, mein Nachfolger, und darauf trinken wir ein. Prost.